Wenn man am 20. Juni in der Industrie Süd unterwegs war, hat man die Musik schon von weitem gehört. In der Musikschule von Markus Fink hat die Familie Bieri gerade ein spontanes Konzert gegeben. Der Anlass ist das 40. Jubiläum von Amé Lys. Das ist eigentlich ganz einfach, wenn man es weiss. Der A steht für Akkordeon, der M steht für Musik und der E steht für Edition. Akkordeon, Musik, Edition, Musikverlag für das Akkordeon, für die Schweizer Orgel, für das Orchester, für ja, ganz rundum um die Musik. Früher haben wir Musik R. Krebs und M. Fink geheissen. Ganz zuerst noch Musikstudio Krebs. Das irgendwo hat sich das dann gewandelt. Und beim Hochwasser haben wir sowieso alles drucken und dann haben wir dort gewechselt auf AME Lys. Der Rudi Krebs hat im 1973 angefangen mit Unterricht. Der Rudi Krebs ist dann Dirigent geworden vom Akkordeonspiel in Lys. Und hat so für Nachwuchssorgen befreundet, Unterricht gegeben. Und so sind wir eigentlich reingerutscht. Ich bin dann auch bei ihm im Musikunterricht gekommen. Habe mich dort noch weitergebildet. Und so haben wir eine Musikschule aufgebaut. Und nachher ist der Schweizer Ögeli-Boom gekommen in den 70er Jahren. Und dort haben wir nachher gemerkt, es fehlt eigentlich an Notenliteratur. Und dann haben wir angefangen, Noten zu schreiben für die Schweizer Ögeli mit dem Griffsystem, so wie wir es heute noch haben. Und ich habe dann können den ganzen Lehrgang neu schreiben, von eigentlich heute immer noch ein Mass von den Dingen ist. Es hat dann die Nachfolge gegeben von anderen Verlegen, aber das Prinzip ist einfach so. 1999 hat ein Schicksalsschlag zu Unternehmen an einen Meilenstein geführt. Vorher war eben Rudi Krebs und er ist im 1999 plötzlich gestorben, Herzinfarkt in Italien. Und dann bin ich so da gestanden mit drei Vereinen, mit 120 Schülern und was machen wir jetzt? Dann konnte ich Monika Portmann dann einstellen als Lehrerin. Und Sandra war im Orchester zu Bern und wir haben es schon vorher kennt und irgendwie hat das dort davon Britle und sie hat sich interessiert um Musik, hat selber gerne Musik gespielt. Kennt habe ich es, weil ich im Orchester in Bern, im Akkordeonspieler in Bern gespielt habe. Und in Sachen zu anderen gegeben, habe ich ein bisschen geholfen mit Computer, Organisation und eins zu anderen gezogen. Oftmals bist du mehr geworden und im 2001 haben wir gerade geheiratet und haben mir Köpfe gemacht. Und, es ist zuerst noch extern gearbeitet, bis hier noch ein bisschen gewachsen ist und seit 2000 5 oder 6 Grad. Ist sie voll dabei? Für mich ist mein Leben. Leidenschaft, Freude, Musik, einfach alles. Auch wenn die beiden Frauen sicher viel zum Erfolg von Amé Lys beigetragen haben, es ist der Markus Fink, der für das Unternehmen steht. Er ist voll Körper, Blut, Faser, alles. Er ist Amé Lys. Er ist Akkordeon, er ist Schweizer Orgel, er ist Musik. Es ist wirklich sein Wesen, sein Kind, sein alles. Er ist Amé Lys. In den vergangenen Jahrzehnten haben Finks das Sortiment durch den Kauf von anderen Verlegen stetig erweitert. Rund 40'000 Titel sind heute bei Amé Lys erhältlich. Beim Hochwasser 2007 hätten sie um ein Haar alles verloren. Doch mit dem Umzug in die Industrie Süd ist die Firma wieder gewachsen und ist gleichbedeutend wie die Musikschule. Weiter kann man bei Fink so Instrumente kaufen und reparieren. So vielfältig das Angebot ist, so gestaltet sich auch das Jubiläumsjahr. Also gestartet haben wir am 1. Januar mit dem Neujahreskonzert in der katholischen Kirche. Für das haben wir auch eine CD produziert, eine Jubiläums-CD. Nachher haben wir heute, Tag der offenen Tür, wo wir gleichzeitig eine Auftragskomposition lancieren, wo wir im Auftrag gehabt vom Amans Günther Kölz, das ist ein sehr bekannter Akkordeonist in Deutschland. Und die Komposition heißt «Mein Switzerland» in 4 Sätzen. Jede Region von der Schweiz hat einen Satz bekommen. Das ist jetzt heute fertig geworden, also gestern, mit lancieren es heute. Und am 24. Oktober kommt das Radio, das Weltsche Radio, SRS La Première, mit dem Kiosk Musik. Da machen wir eine Live-Sendung im Kreuz mit verschiedenen Vereinen von Lys. Durchführen. Und wir haben jetzt ist in Besprechung während des Jahres auch mit einem Neujahrskonzert. Es ist zwar schon 21, aber
gibt es wieder ein Neujahrskonzert, ein Benefizkonzert für Südkurve. Wir sind gerade am Schauen, dass es klappt. Am 20. Juni haben interessiert die Verlags- und Musikräume an der Grenzstrasse in Lies besuchen. Jenste Formationen und Solisten haben ständig für Unterhaltung gesorgt. Das freut einfach die Musik und zusammen musizieren, das Spontane. Und mir war wichtig, dass heute viel Musik klingt in diesen Räumen. Ja, ja, schon ein bisschen stolz eigentlich. Es sind viele Schüler da, von früher, von aktuellen Schülern. Wir haben sogar unseren Freund von der Nähe von Stuttgart, der einfach schnell das Auto genommen und ist heute 4 Stunden hergefahren, um einfach dabei zu sein. Und das macht uns schon stolz. Mehr aus der Romandie-Leute, mehr aus der Deutschschweiz da. Im Tessin war noch niemand da, aber kommt vielleicht auch noch, keine Ahnung. Von dem her haben wir eigentlich schon eine riesige Bekanntschaft von unseren Kunden und Freunden und Mitmusikanten. Und so sind wir doch stolz. Sehr gut. Sehr gut, weil es ist sehr fröhlich, es ist viel Musik, viel bekannte Gesichter und viel Geschenke. Es geht mir sehr gut. Und die gute Stimmung macht Mut. Mut, auch in einer immer digitaleren Welt zu bestehen. Im Vertrauen darauf, dass die Kunden für ihre Noten zahlen und keine Raubkopien nutzen, wie das leider immer häufiger der Fall sei. Im Wissen, täglich das Beste zu geben für die Akkordeonmusik und mit dem Genuss, die Noten auch selber an jensten Konzerten im In- und Ausland zu spielen. Unter anderem als Duo Fink Positiv. Mit diesen guten Gedanken schauen sie in die Zukunft von Amelis. Ja, sicher weiter mit einem guten Angebot, kompetente Beratung. Dass es so gut weitergeht. Und irgendwann müssen wir ja hier aufhören. Dass wir vielleicht auch, wenn wir dann so weit sind, zum Aufhören einen guten Nachfolger finden. Und dann hätten wir ganz gerne einfach einen guten Nachfolger, einen würdigen Nachfolger. Dass es einfach weitergeht. Dass für die Akkordeon- und Schweizer Orgelszene in der Schweiz einfach eine Plattform gibt, wo man alles kann haben, von den Noten, von Reparaturen, für Beratung, für Auftritte, für Musik. Das Know-how können wir weitergeben. Ja, das ist ganz klar. Da dürfen wir niemandem im Weg stehen und einfach sehen im Kauf. Und wir ziehen es zurück. Das wird sicher einen längeren Übergang geben, dass wir unser Wissen können weitergeben können. Immer wieder im Hintergrund, dass wir die Kundschaft weiter gut bedienen kann. Das wünschen wir für Ame, dass es weitergeht. Mit Ausdauer, Genügsamkeit und grossem Enthusiasmus hat Markus Fink mit seinem Team die Firma, die er vor 40 Jahren von Werner Dobler und Armin Bauer übernommen und wieder zum Leben erweckt hat, ins neue Jahrtausend überführt und ihr die Chance gegeben, für die Zukunft Bestand zu haben.